Steuern tun das schon seit über 2000 Jahren. Das ist eine dieselbe Blutlinie. Punkt. Mehr sage ich nicht. Danke fürs Gehör. Genau das wollen sie nämlich. Sie wollen dieses Land ruinieren. Nicht nur dieses Land. Sie wollen Europa ruinieren. Sie wollen die Welt durchbrechen lassen. Das ist ihr Plan. Deshalb, es ist keine Pandemie. Es ist eine Planemie. Und wem das nach 13 Monaten nicht auffällt, der schläft auch die nächsten 13 Monate. Diese Planemie, das ist ihr Plan. 300 Kameras. Wollt ihr 300 Kameras in diesem Land haben? Ich muss mal sagen, wenn in der Wirtschaft irgendwo Bedarf ist, dann wird die Produktion hochgefahren. Weil nur das bringt Geld. Ja? Und in dieser Krise werden einfach die Krankenhausbetten abgebaut, ja? Damit die Auslastung der Station hoch ist. Damit man begründen kann, warum ihr hier alle zu Hause eingesperrt werden sollt. Ich muss sagen, wenn mir jemand was klaut, ja, und er gibt mir einen kleinen Teil wieder, dann sage ich nicht Danke, dann sage ich, gib mir alles zurück, Freundchen. Und dann geht's ab ins Gefängnis. Ein ganz regulärer Weg, ja, nach schweizerischem Gesetz, ja, Strafgesetzbuch, würde Frau Merkel schon längst 3 Jahre im Knast sitzen, weil er wäre ein Volk unnötig in Angst und Schrecken versetzt, ja, und bedroht. Ja, der geht nach schweizerischem Recht ins Gefängnis. Mein Hobby ist Tauchsport. Normalerweise bin ich im Winter in Ägypten oder in Thailand. Tauch dort und genieße meine Freiheiten. Das alles ist genommen. Frau Merkel hat nicht die Mauer errichtet, sie hat eine virtuelle Mauer errichtet, rund um Deutschland. Also wie gesagt, es wird gelogen, es geht einfach nur um Geld. Ich will gerne von diesen Banausen, die dort oben sitzen, und anders kann man es nicht nennen, das sind Banausen, die sich an dem Geld des Volkes vergreifen. Sagen ich euch, oder sagen ich Ihnen, sie werden alle, irgendwann werden sie vor Gericht stehen. Und es wird der Saal 600 in Nürnberg nicht ausreichen. Und gucken Sie auf Ihre FFP2-Maske. Ich habe sie selber in der Apotheke abgeholt für 2 Euro, 6 Stück, weil man die ja angeblich dann vom Staat mit einer Zuzahlung von 2 Euro geschenkt kriegt. Und da steht drauf, Made in China. Die Kinder, die können sich doch nicht wehren. Die können sich nicht wehren. Das ist ja das Schlimme. Wissen Sie, wenn Sie ein Kind haben, in der Kita, ja, oder im Kindergarten oder in der Schule, dann kommen diese Pflichttests. Was für ein Wahnsinn. Was nehmen sich diese Menschen dort raus, über die Gesundheit eines Menschen, eines anderen Menschen zu bestimmen? Und ich frage Sie, mal Hand heben, wer misst jeden Morgen früh morgens sein Fieber? Wer misst Fieber, um festzustellen, ob er eventuell krank ist? Ich mache doch nicht jeden Morgen mein Fieberthermometer in den Arsch oder in unteren Arm und gucke, ob ich noch gesund bin. Was für ein Wahnsinn. Und so wird an diesen Kindern wird Missbrauch begangen. Es werden Kinder genötigt und werden kriminell praktisch, auf kriminelle Art und Weise werden sie behandelt, Anführungsstriche oben an. Merken Sie sich auf jeden Fall den Paragraphen Strafgesetzbuch 240. Der ist ganz wichtig, sollten Sie mal irgendwo angefasst werden von einem Beamten. Nennen Sie diesen Paragraphen, er wird Sie sofort loslassen. Garantiert. Disclaimer. Wer unbedingt Geld loswerden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up.